Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Payday. Wieder mit dem Anton. Ich grüße euch. Wir machen doch jetzt doch nochmal eine Stealth-Mission. Nämlich das Diamantengeschäft. Und mal wieder ein Todesmut. Ich gönn mir mal die Leichensäcke, die brauche ich irgendwie immer. No. Und. Okay, mal bereit. Ach, das war das gewesen. Okay. Kann man nicht ins Auto hier einsteigen, wegfahren? Schade. Ich bleib mal kurz noch so. So gucken, ob da jemand kommt. Jo. Da kommen zwei, nee, kommt nur einer. Kommt da an. Ein Verwandt. Gibt die das? Wir haben zwei Verwandten, Alter. Die viel Luft hier getroffen. Egal, machen wir sie auf dem Boden. Ich zieh jetzt auch immer die Maske auf. Soll ich jetzt hier auch machen, oder wie? Oder wo willst du jetzt lang? Erstmal hier die Päckchen. Möchte ich hier rein, oder was? Und dann das Ding stürmen? Nein. Du guckst jetzt in die Kameras. Oh, wie viele Dinger liegen denn hier rum? Ich muss erstmal hier oben knacken. Soll ich jetzt mal einfach nur durch die Kameras gucken, oder was? Ja, erstmal. Damit ich sehe, was hier oben los ist. Also ein Pimmler-Polizist. Ich sehe gerade zwei Polizisten oder so hier dran. Ah, sind bestimmt noch welche. Gibt es alle hoch? Echt? Okay. Und denk dran, was scheiß Zivilist. Sind zwei Polizisten jetzt hier oben. Wer ist denn da? Irgendwie. Okay, das hat gerade einen umgelegt, das ist gut. Wo sind drei Polizisten? Und der hoch dann noch? Ne, steht dann rum. Was mit dem anderen, der oben ist? Jetzt kommt Polizist hoch. Echt? Ja. Oh, komm, jetzt zwei Polizisten. Direkt zur Tür. Ob die aufgemalt ist. Ne, einer läuft da. Die wechseln sich quasi ab. Die stehen da beide. Soll ich sie beide töten und du kommst hoch und mach einen Pager? Wo bist du? Wie bist du da hoch? Hochgekommen? Hier hinten ist so eine Treppe. Ah, dann mach ich so. Kümmere dich bitte um die Zivilisten. Wie die Zivilisten? Draußen die, oder? Ja. Mach schnell. Dabei. Ich tue dir eine erschießt, obwohl ich hab aber alles unter Kontrolle. Shut up and get down. Alles super. Okay. Ich muss erstmal die Gefesselten direkt tun, was sieht das mal jemand. Ja. Hilft dir gleich. Lol. Da ist noch einer. Come with me. Get down. Wie viele Kabel sind da? Mach doch. Ja, ja. Wo soll ich denn hin tun? In den Raum rein, einfach. Ja. Da hinten liegt noch einer, ja? Alter, wie langsam die sind. Okay. Hier oben könnte ich noch zwei Leichensäcke gebrauchen, wenn du sie wegräumen willst. Und wo man auch auf jeden Fall immer dran denken muss, ist den Alarm ausstellen, ne? Oh, stimmt. Wenn man die Scheibe einschlägt, gell? Ja. Deswegen braucht man immer die Schlüsselkarten. Ich hab die gerade mal umgelegt, die dumme Trussi da. Ja, ich nehme gerade die hier noch mit, weil die stellen dann schon. Weil der Ton fehlt gerade so laut. Gut, geht. Komm. Und dann kümmere ich mich noch um den Sack hier. Komm mit mir. So, müssen wir mal ein bisschen beeilen. So lahmarschig. Komm mit mir. Wie langsam die ist. Ey, aber du musst schon rennen. Ganz ehrlich. Ich würde sie sogar abknallen. Follow me. Follow me. Gut. Okay, hast du das Ding schon gesehen? War das da in diesem Kameraraum? Nee, ne?
Guck mal, die Schlüsselkarte. Ich glaube nicht. Ich guck mal hinten in dem Raum, guck du mal vorne nach dem Teil. Hier drauf? Ja. Was ist denn das genau? So ein Ding zum Reinstecken? Ja. Hab ich. Ist hier bei mir. Ah ja, geil. Oh, oh, die sehen nicht. Ja, ja, ich weiß. Brauchst du es hin? Es geht irgendwie nicht. Mach, mach von hier drin, aus. Ist schon drin. Okay. Er ist grün. Ist schon drin. Das war aus. Stürmen, oder? Ja, ja. SM? Hast du ihn gesetzt? Ja. Alles, alles easy. Alter. Alter, die sehen das alle draußen. Ah, scheiß drauf, die töte ich jetzt alle. Oder töte die drin, ach, ist doch scheißegal. Hier ist sowieso schon einer tot. Töten, töten, töten! Tot. Ich hab noch einen ACM hin. Ja, mach mal. Ich töte alle töten. Das bringt nichts, Alter. Wir haben, keine wir haben keine Kabelbinder mehr. Ich hab noch einen. Ich mach noch einen oder so, keine Ahnung. Was? Hast du alle? Ja. Gut. Aber bei mir habe ich wieder den Anzeigebug. Okay. Können wir das kaputt machen oder? Ja, ja, räum schon mal aus. Ich kümmere mich hier um jo, ist aus. Den Tresor noch. Also den Safe noch. So, das passt. Und. War oben noch ein Tresor gewesen? Ich habe nichts gesehen. Irgendwie so ein Safe oder so. Ich finde ganz witzig, der Diamantenshop ist ein bisschen anspruchsvoller. Ja, wegen vor allem wegen der Alarm auch. Ja. Also ich finde ihn eigentlich besser als den Juwelier. Ja. Vor allem gibt es mehr zu holen. Oh ja. Alter, bist du verarschen? Was denn? Schießt nicht halt, Alter. Wen denn? Den hier! Ich will so ein Ding aufnehmen, dann steht er einfach auf. Na, wahrscheinlich hast du ihn hochgeholt. Ja, natürlich, aber trotzdem. Den legt er dich nicht mehr hin, der Arsch. Okay. Komisch, der Bohrer hält irgendwie länger. Ja. Sehr schön. Ich sehe noch irgendwo. Achso, auf der Rückseite. Habe ich ja ganz vergessen. Ha, schneller. Das ist vom Streiten, der wachnimmt. Okay. War hinten noch oben noch irgendwas gewesen, anderes? Nö. Okay, also das Zeug rüberbringen. Gut. Wow. Wollen wir es nicht so hinwerfen oder so rein oder wo ist der? Mach doch. Nö. Komm. Guck mal hier in die Tasche. Hä? Die hängt hier in der Van-Tür drin. Ja, bei mir liegt die unten drunter. Bei mir hängt die in der Van-Tür. Das ist eine Scheiße. Ja. Oh, was hat das? Sieht irgendwie aus. Alter. Mega. So. Brauchst noch so viele Taschen, ey. Ja, wir müssen ja so 14 Stück retten oder so. Vor allem, wenn man dann bei sowas zum Beispiel noch fliehen muss. Das ist so übel, an Scheiße. Ja. Ja. Naja, wenn du es leise machst, dann musst du nicht fliehen. Ja, schon, aber wenn man es halt laut macht. Ja. Leute, wir haben hier ein bisschen in der Wand gerade drin, die Tasche. Da kommen wir mal auf.
gar nicht mehr so lange, ist der Bohrer schon fertig. Ja, ist doch. Da haben wir wenig mehr zu tun. Ja, nicht wie beim Vierläden-Job oder so. Oh ja, die Vierläden. Vor zwei Folgen war das ja, die erste Folge war das. Ja. Ah, Mann, ey, das sind viele Taschen. Alter, ich verarschen. Was denn? Ich direkt hab die hier in die Tür geschmissen hier. Ja, das habe ich auch gerade schon gemacht. Alter, wie viele Taschen. Das nervt mich auch. Aber wir haben ja schon alle eigentlich. Das Safe ist offen. Ja, schon. Wir haben schon mehr als genug. Ich geh mal zum Safe. Guck mal nach, was da mickriges drin ist. Vielleicht sogar gar nichts. Ja, Fotos. Dafür machen die dazu. Aber nichts drin. Nö, nee, gar nichts drin. Ein paar Bilder waren. Ein paar Urlaubsfotos. Ja, dafür hat er auch. Alter, hier genug. Wir wenigstens haben viel mehr als 14. Wenigstens haben wir nicht für die Scheiße gewartet. Ja. Das wäre ärgerlich. Wir haben alles, oder? Ja. Haben wir? Jo. Gut. Das ging ja schnell. Ja. 11 Minuten sind jetzt an. 12. Ich würde sagen, dann machen wir nochmal einen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. Mit der nächsten Mission. Jo. Lass uns jetzt vielleicht erst kurz hier durchlaufen. So. Und immer an die Karte denken. Um den Alarm auszustellen. Ja, gab ein bisschen Erfahrung. Jo. Na dann noch ein Kärtchen. Ich mach das links. Ich nehme mal ganz rechts. Ah, zum Glück habe ich nicht die Mitte genommen. Ja, zum Glück habe ich nicht ganz rechts genommen. Skelettschaft. Wow, das ist ganz gut bei dir eigentlich. Na, keine Ahnung. Gibt so ein Möchtegern-Künstler. Ja, genau. Okay, dann bis gleich. Jo, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir machen jetzt noch schnell einen Bankraub Gold, einen Profi-Job und statt auf Netzdeads und Overkill. Jo, dann starte ich mal, ne? Und danach, der nächste Folge gibt es dann irgendwas mit Wasch. Gucken wir mal. Das wird er schön machen. So, ich nehme trotzdem mal die Granaten, falls unsere nicht reichen. Er hat sie Not. Munitionsbeutel kann man auch wieder gebrauchen. Ja, genau. Ja, dann starten wir schon. Genau. Okay, ich guck gerade mal nach der Schlüsselkarte. Du kannst ja schon mal hinten zum Bohrer gehen. Jo. Ist ja irgendwo zu wissen, eigentlich. Oh shit. Okay, ich hab Kamera. Hier ist eine Kamera oder sowas. Ich bin gerade dran. Okay, die Schlüsselkarte liegt nicht bei mir. Okay. Das heißt, der Manager hat sie. Wie Manager? Na, der Bankmanager hat sie. Wo ist der? Er läuft hier rum. Ich bin gerade an der Kamera dran. Oh, reicht jetzt. Ich nehme schon mal die Bohrer mit, würde ich sagen. Ja, ich setz mir auch mal meine Maske auf. Und müssen wir halt mal gucken. Ja, ich brauche dann müssen wir den Bankmanager abpassen. Am besten stellst du dich an die Kamera und guckst nach dem Bankmanager. Ja, soll ich? Wie sieht denn der aus? Und das ist der mit der Weste und dem Hemd. Okay. Ich gehe jetzt in die Kamera hier, dann guck ich mal rein, was ich finde. Kamera raus. Weste und Hemd habe ich. Der ist ja das hier? Weiß ich gar nicht. Warte, zeig mal. Komm. Die Kamera gucken muss ich mir auch drauf. Ist auch eine Kamera drin? Ja. Wenn du. Nein, nicht so ein schwules Hemd. Nicht so ein Holzfällerhemd. Okay. Warte, ich zeig ihn dir, wenn ich ihn finde. Ich weiß halt nicht, wie er aussieht. Bisher lag die immer, wenn ich mal gemacht habe, auf dem Tisch da rum. Ansonsten sehe ich auch keinen hier. Nee, ich sehe gerade auch keinen.
So, ja, keine Ahnung. Soll der sein? Egal, ich gönn mir mal hier. Ich öffne mal gerade die Tür hier. Ja, ich komm mit. Nein, bleib mal an der Kamera. Okay. Warum hast du den, wo hast du eigentlich den Bohrer hingetragen? Vom Rücken. So, den brauchen wir nämlich hier vorne. Den kannst du hinter die Ecke schmeißen, den gleich. Hat der so ein blaues Hemd an oder so eine Lederjacke? Ja. Dann habe ich schon. Wo ist er? Der ist bei den ATMs. Okay. Blau Hemd, Lederjacke. Genau, ja, da ist so der aussehen. Wenn du in die Kamera guckst, da wo eben der andere mit geredet hat, ist. Der ist ja, ja, ich schon. Weiß schon wo. Da muss man drauf achten, ob der, der. Ja, der läuft jetzt gerade. Ne, läuft jetzt zurück. Sag mir am besten, ob er zu einem von den Türen kommt. Genauso, wenn eine Wache zu einer von den Türen kommt. Ach du Scheiße, eine Wache. Wollen wir mal gucken. Ja, ja, schalt gut durch. Wir haben ja Zeit. Oh ja. Ah, hier kommt eine. Wo ist denn jetzt hin? Scheiße, ich hab auch mal Augen verloren. Ich hab mir eine markiert. Die steht jetzt. Ah, da steht er wieder rum. Okay, jetzt läuft der wohl auch nicht lang. Alles voll nach hinten gelaufen. Aus der Sicht läuft es zum Ausgang, wo ich stehe. Wo die Kamera auch um drüber ist. Okay, warte, ich komme. Aber ich weiß nicht, ob es da noch ist, weil ich den nicht mehr. Es wird aus der Sicht fällt. Es könnte sein, dass der da irgendwo rumsteht. Also ist er da hingelaufen. Jetzt läuft er wieder weg. Nee, jetzt läuft er mitten da rum rein. Oh, da ist auch noch eine Wache. Jetzt läuft er hinter. Läuft hinter. Mhm. Wo ich ihn sehe. Ihr habt das direkt vor mir den Arsch. Der ist jetzt rechts vom Büro quasi. Scheiße. Ja. Aber nicht zur Tür oder so, ne? Ja. Und eine Wache kommt auch nicht zur Tür, ne? Eine Wache ist auch nicht an der Tür, ne? Er ist grad clean, du bist. Boah, die hast du mir gerade markiert. Ich wollte gerade reinglotzen. Leute, steht da auch noch. Da hinten steht auch noch rum, ja. Das ist ranzig. Auf jeden Fall hier noch, jetzt bewegt er dich wieder. Alter, ich bin doch gar nicht mit der Kamera hinterher. Läuft hin! Läuft hier voll, in den voller Raum rein. Okay. Ja, dann läuft es wieder da zu den ATMs. Das ist jetzt direkt an der Scheibe. Okay. Warum kommen die Wachen nicht raus? Das sind zwei Wachen, ne? Die kommen nicht raus, keine Ahnung. Naja, ist noch irgendwo eine. Stimmt, ich habe noch eine markiert, oder wo ist die andere hin? Hier hinten steht noch einer rum. Und vorne ist, glaube ich, noch irgendwo einer. Ja. Ich habe es alle markiert. Ah, dass die nicht rauskommen wollen, das nervt irgendwie gerade. Ja. Keine Ahnung, ne? So, da bewegt sich wieder der Pisser. Ja. Jetzt geht er wieder zum anderen Ausgang, wo ich stehe. Oder warte, nee, die geht jetzt da zwischen beim Druck entlang. Jetzt müsste man jetzt gleich beim Tresor sein. Okay. Also. Da kommt was raus. Da kommt eine Wache raus. Hinten bei der Tür. Ah ja, ich komme. Nur eine Wache oder auch der Pisser? Nur eine Wache. Den sehe ich nicht mehr. Nigga. Ja, ja, die ist hier. Gut. Ich habe mir die gerade mal gegönnt. Ja, mach mal. Oh, komm, hier, lass rausgehen, gucken. Ist aus. Schmeiß mal den Thermalbohrer da vorne hin irgendwo. Die sehen die doch. Nö. Nicht in das Ding rein, sondern irgendwo an der Wand. Da hast du nicht die ganze Zeit am Rücken. So, geh gleich rüber, ich hab noch die Kamera rein. Okay. Irgendwas Interessantes? Eine Wache oder so? Eine Wache vom Büro. Die kommt, ich weiß nicht, ob die vielleicht in die Tür, da läuft zu dir. Nee, die läuft ja nicht lang, schade. Und der Manager? Wo ist der? Ich finde ihn nicht mehr. Warte, aber die Wache steht immer noch bei dir irgendwo rum. Nur ganz wohl. Ja, ja, die stellt sich jetzt hier wieder an die Wand. Hier, er läuft wieder zu den ATMs vor. So wie da der Rouge die ganze Zeit. Steht ja wieder Spieler rum. Okay, das ist sehr merkwürdig, dass der nicht mal rauskommt. Boah, eine lange Folge, aber egal. Ja, wenn wir sie angreifen, ist immer, das geht nicht gut aus. Ja. Irgendwas an der anderen Tür los? Nee, ne? Ah, ich guck doch mal. Bei dir ist gerade nichts los, ne? Langweilig alles. Aber an der anderen Seite? Auch nicht, ne? Ja, da ist nichts. Wir gerade irgendwie alle zu markieren, aber es ist nicht so einfach, weil die immer auf die Kamera Radio verschwinden. Der Manager kommt zu dir!
Auf welcher Seite? An der Tür, da wo du eben erlegt hast. Jetzt ist gerade reingegangen. Für alles. Du bist jetzt dabei. Sehr geil. Ruhig. Ich hab ihn außerdem getötet. Hoppla. Ist egal, der kann, du Schlüsselkarte hast jetzt auch. Ja. Ja, musst du ja töten, scheiß auf. Okay, gut. Dann brauche ich jetzt erstmal wieder Leichensäcke gleich. Ja, gönn dir welche. Ja, ich sprinte, glaube ich, mal kurz über die Straße. Guck mal, ob irgendwas kommt. Also in der Bank, irgendwo an der Tür. Ah, warte, ich guck grad schneller. Ja, eine Wache. Die läuft jetzt vor zur Tür. Die läuft raus. Wo raus? Vorne raus, Eingang. Okay. Eine auf dem Dach. Auf dem Dach? Ja. Wo? Tür. Da oben. Scheiße, Kamera. Auf. Ja, ich guck auch drauf, das Problem. Ich guck auch gerade da durch. Wo ist die hin? Wo ist die? Ah, die geht wieder runter, die Scheißpisse. Ah, die ist noch runtergegangen. Wo ist der hin? Ich guck grad mal, ob ich der. Wo läuft der lang? Der läuft raus, der läuft raus. Ich hol ihn mir. Ja, ich seh ihn. Nigga. Da fällt er an. So, wo ist die letzte Wache? Die ist doch vorne eben rausgegangen. Wo ist jetzt die Superkamera? Hier ist sie doch. Wo ist denn der jetzt hin? Ist er eigentlich. Boah, aber ist auf jeden Fall ganz gut. Bisher. Na, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Ruhe hier. Aber eine Wache läuft da irgendwo rum. Würde ich gerne noch ausschalten. Ja, das, darauf kommt es nicht an, auf eine. Die kann im Notfall da drin bleiben. Aber ich sehe sie nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich muss wenigstens markieren. Ja, sind irgendwie. Die Kameras sind ein bisschen komisch platziert. Na, es geht eigentlich. Man hat so fast alles im Blick, aber hier ist keiner mehr. Der ist halt vorhin rausgegangen und seitdem sehe ich nicht. Mit also wieder. Die ist halt beim Büro von dem Typ. Ja. Mehr ist nicht. Kannst du den Kameratyp ausschalten? Hab ich gerade gemacht. Okay, ich komme jetzt zu dir. Okay, dann müssen wir. Ach, der ist drüben auf der anderen Seite. Der Typ. Oh. Sehr schön. Dann können wir jetzt das Ding waschen, oder wie? Also, beziehungsweise reinrennen. Ich glaube noch. Schmeiß mal die Bohrer irgendwo rein. Ich mach gerade hier die Tür. Ist das alles platziert, ETM? Ja. Warte, du musst dahin gehen, wo die wo der Pager ist. Geh mal dahin, ich kill hier den Panik. Die Pager. Also geh mal zurück zur Wache. Wo ist denn die? Weiß ich gar nicht, wo die ist. Gott, ich gehe gerade mal gucken, wo ist die Kamera? Drück mir mal auf, ich sitze sicher. Ja. Dann darf ich die ETM-Ding hinlegen, ne? Nein, du sollst den Typen töten, weil der ruft garantiert. Oder wieder. Wo läuft er lang? Kommt er hier vorne in den Raum? Yes. Gut, dann komm her, komm her. Da ist auch hinter dem Ding da. Ja, komm her. Jetzt ist er im Hauptraum. Ja, komm her. Ich töte den Panikschalter und du machst die Wache, okay? Warte, setz ein Ding. Ja, mach. Sitzt. Go. Machst du den, beantwortest du? Nein, ich mach die Wache und ich mach die Typen hier. Okay, ich mach die Wache. Ja, mach die Wache. Saying, but everything's fine. Gut. Wo kommst du hin? Oh, so ein Huhn und so. Okay. Stay down, everybody on the ground. Ich will ein, zwei Mal killen jetzt, weil das ist nicht richtig drauf. Irgendwo eine Kamera. Alter, hinten ist richtig viel Holock bei dir. Ja, ich auch. Hast du mal ein ATM-Ding produzieren? Ach, die Fresse. Ich muss ein paar killen, ist mir jetzt egal. Das ist einfach zu viele wird. Ja, warte, ein paar kann ich noch fesseln. So, warte, lass mich die restlichen hier mal noch fesseln. Wo steckt denn das noch? Und drauf habe ich eine weiter relativ am Ausgang erlegt. Die hol ich auch gerade mal rein. Warte, dann ganz kurz mal hier als. Boah, das war gerade eine richtig frische Runde hier. Okay, dann können wir den Bohrer machen. So. Wo ist der? Oder ist mein Gott? Ach so. Ich öffne hier gerade mal so ein Ding. Sehr, sehr geil. Hoffentlich hätte jetzt keiner trocken oder so. Warum? Ich glaube, das war ich nicht. Nee. Gut. Sehr schön. Eigentlich hätten wir eine Säge mitnehmen können. Ja, eigentlich schon. Eigentlich jetzt, ja, stimmt. Auf kein Chat. Nö. So. Wie lange braucht der Bohrer? Da habe ich nicht drauf geachtet. 340. Oh Mann, ey. Ich konnte es trotzdem warten.
Weil wie hast du das hier, wie hast du das eigentlich aufbekommen? GCM. Störsender platziert. Ah, schlau. Aber ich habe noch einen. Ja, ich hab ja auch leider noch eines gehabt, glaubst. Ah, okay. Die Munition mehr. Ich halt die andere Waffe. Oh, da ist noch ein. Verpiss dich. Das ist noch ein weiterer. Ja, ich kümmere mich ja drum. Der oh, Alter. Hinter der Ecke, Alter. Was ist das für Fahrrad? Ich komme nicht hin. Warte, ich töte ihn. So, warum? Alter, ist übelst scheiße, dass der hinter der unsichtbaren Wand. Ja. Das wäre es gewesen. Hatten wir schon mal gehabt. Ich hoffe, den einfach nicht mehr töten. Scheiß Wichser, ey. Was steht halt mit der Waffe da rum, Alter? Warum? Ich will nicht so rum. Alles easy hier. Wir haben doch sowieso alle eigentlich festgenommen. Also, gefesselt. Ja. Also, na, dann steht auch mal da voraus. Mach doch. Hier ist noch niemand mehr. Die sind die Zeit vertreiben. So. Oh, erst mal Fernseher umschließen. Fernseher? Ja, ein Bildschirm, oder? Ja, Bildschirm ist der gleiche. Ich will Tati umschließen. Bam. Bam. Schein zu rum, Bengel. Nicht auf Move. Was? Nix. Oh Mann. Der sagt dir gerade Don't Move. Der Witz. Jo, jo, jo. Dann haben wir hier noch. Oh, hier liegt noch ein bisschen Geld rum. Schön Geld ansammeln. Für die armen Leute hier. Ich hab was rum. Nee, hier ist nichts mehr. Ich guck mal nach ein paar Päckchen. Oh ja, hier ist eins. Ja. Ist auch noch eins. Geil, ich hab Holz gefunden. Was, Gold? Holz. Ach, Holz. Okay. Ah ja, das hast du alles geplündert hier. Was geplündert? Hinten da den Raum. Oh, Munition leer. Du meinst die Office? Na ja. Erwischen. Ja, wirklich. Warum soll ich die nicht plündern, die Office? Hä? Nein, nein, du hast ja halt hier das Ding hier drin. Das wollte ich eigentlich machen. Oh. Normal. Ob das wurde geblieben hat. So. Ja, da ist die Scheiße noch. Oh, er ist kaputt. Na dann. Das ist ja fast wieder eine Folge für sich. Egal, es ist halt eine übelst lange Folge. Lass halt dann. Oh, passt schon. Sollte etwas länger. Schnauze, merkt man nicht. 120 noch. Boah, ich hab den so einen Millimeter neben den Kopf geschossen. Ist schon kaputt. Wo geht denn? Die Kamera hier nicht kaputt. Nein, man kann es hier kaputt machen. Ja, welche? Die hier. Ist doch schon im Arsch. Was? Warte, bei mir nicht. Wir gehen noch mal rum. Renner zu schießen! Scheiße. Ich muss aber ganz kurz mal Muni nehmen. Alter! Und schon sind die Bretter kaputt. Ey! Wollte ich machen, du Arsch! Hey! Alter, wir sind weggeflogen. Ja, auch nicht die Zivilisten töten. Was? Nö, nee, mach nicht. Alle sind zu Granaten, du Arsch. Ah ja, warte. Na, warte. Oh, fuck. Alter, auf. Nein, du Arsch. Alter, mach nur einen Scheiß. Ich geh da mal wieder rein, gell?
Shit. Sackarsch. Wie ist hier alles auseinander? Ja, man, ich hab voll auf Pico gedacht. Voll geil. Ey! Ey! Ich kill dich. Lol, der ist hier tot, als wenn er hier sitzt. Lol, bei mir guck dir den mal an. Bei mir liegt er hier einfach nur rum. Bei mir sitzt er hier. Sehr komisch. Oh, ich bin offen. So gut wie 10 Sekunden. Oh ja, endlich. Hoffentlich ist drin nicht das Gitter zu. Oh, das wäre so scheiße. Oh ja. Zwei, ja, na, klasse, sehr viel. Eigentlich wollte ich dich damit treffen. Digga, nur zwei Stück, würde ich verarschen. Das ist wenig, oder? Ja, wir hätten normalerweise noch die Dinger öffnen müssen da. Diese komischen. Warte, ich öffne dir die Tür hier. Ich war schon drauf. Ach so. Ich habe gerade voll einen Grafikbug gehabt. Habe ich immer noch. Alter, bei mir ist gerade voll Grafikbug. Am Start. Jetzt geht's wieder. Wie komisch. Alter, Alter, Alter. Wenn ich in die Luft gucke, ist bei mir der ganze Bildschirm schwarz. Was? Ja, Mann. Jetzt geht's wieder. Alter. Das ist richtig, richtig komisch. Alter, die ist doch dran. Ja. Gott. Geil. Das war gar schon seltsam jetzt gewesen. Hey, das ist eine ganze Folge, dann 20 Minuten nicht so angelassen. Egal. Das ist halt eine halbe Stunde Folge oder so. Passt schon. So, wie viel gibt's denn? Ja. Ja, war ich halt okay. Danke, Bob. Ist in Ordnung. Ja. Oh, schon 20% mehr Erfahrung. Was mehr auf Death. Ja. Für den nächsten Job. Ja. Dann. Aber die machen wir ja einen Wash. Ah, ich hab die Mitte genommen. Ach, ruhig. Ja, und dann zwei Sachen ja. Edo, was bekomme ich jetzt? Was? Will ich denn immer wieder? Patronenhalter. Ja, das ist doch ganz gut. Das ist nochmal was. Wollen wir sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.